Schön, dass du heute hier wieder da bist, zur weiteren Folgeaufnahme unseres Online-Kongresses, zu einem ganz, ganz spannenden Interview mit Gerald Hüther heute. Erstmal, ja, danke, dass Sie heute da sind, Herr Hüther. Ja, sehr gern. Wenn dieses Thema Angst behandelt wird, dann kann man ja nicht genug gemeinsam darüber nachdenken, wie wir da Lösungen finden, die dann auch tragfähig werden. Sehr gern. Ja. Erstmal für die Menschen, die Herr Hüther noch nicht kennen, er ist Neurobiologe und Autor. Und ja, stellen Sie sich doch mal kurz noch selber vor, dass die Menschen, die jetzt, ja, für die Sie neu sind, dass Sie einen Blick haben, wer da jetzt denn vor Ihnen ist, wer heute im Interview spricht. Ja, ich bin schon wahrscheinlich ein sonderbares Exemplar von Naturwissenschaftler. Ich habe mal Biologie studiert, habe dann Neurobiologie gemacht, bin promoviert worden in Neurobiologie, habe dann auch eine Habilitation gemacht in der medizinischen Fakultät in Göttingen an der Uni. Habe viele Jahre in einem Max-Planck-Institut gearbeitet, Heisenberg-Stipendiat, also alles, was man machen muss, 150 Originalpublikationen, peer-reviewed und Kongresse. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich das, was ich da treibe, ich war inzwischen zu einem Experten für serotonerge Präsynapsen geworden, dass das nicht das ist, was ich eigentlich mal ursprünglich wollte, als ich mal losgezogen bin und Biologie studiert habe. Und dann kann einem das manchmal passieren. Ich glaube auch, wenn man Psychologie studiert, dass der Blick manchmal zu eng wird und dann muss man nochmal zurücktreten. Das machen nicht alle. Manche finden das auch toll, wenn sie sich da in irgend so einem Spezialgebiet vergraben haben, aber da gehöre ich offenbar nicht dazu. Ich habe mich da rausgebuddelt, habe gemerkt, dass am Hirn auch ein Körper dranhängt und dass man nicht über das Hirn arbeiten kann, wenn man den Körper nicht mit berücksichtigt und alles, was dort geschieht. Und dann kam ja diese wunderbare Zeit, wo die Neuroplastizität in den Mittelpunkt geriet und wo dann plötzlich deutlich wird, das Hirn ist das ganze Leben lang umbaubar. Und es sind Erfahrungen, die da oben verankert werden in Form von neuen Vernetzungen. Und damit war das Hirn aus dieser Determinismus-Ideologie heraus. Also jetzt kam es auf einmal darauf an, dass man guckte, was haben denn die Menschen für Erfahrungen gemacht und wo haben sie die gemacht. Und die haben sie natürlich nicht irgendwie in der Luft gemacht, sondern mit anderen Menschen. Das sind im Wesentlichen Beziehungserfahrungen, die dazu führen, dass Menschen Lösungen finden für die Art und Weise, wie sie mit anderen unterwegs sind. Und die werden im Hirn verankert. Und ja, und plötzlich, wenn man das dann ernst nimmt, dann kann man nicht mehr in der Amygdala oder in der präfrontalen Rinde oder im Nucleus raphe suchen, was im Hirn von Menschen anders ist, die dann auch nicht mehr so gut mit ihrem Leben zurechtkommen, sondern da muss man auch fragen, wie ist denn das überhaupt möglich gewesen, dass die da gelandet sind. Am Ende hatte ich eine Forschungsabteilung in der psychiatrischen Klinik aufgebaut und habe das dann irgendwann erkannt, dass ich da nach Veränderungen im Hirn von Patienten suche, die nie aufgetreten wären, wenn mal rechtzeitig jemand mit denen gesprochen hätte. Also meist schon während der Kindheit. Und dann konnte ich das nicht mehr machen, habe ich das sozusagen, habe ich das Feld verlassen, diese orthodoxe naturwissenschaftliche Herangehensweise und habe mich dann von der anderen Seite daran gewagt und dafür gibt es dann keine akademischen Laufbahnen mehr. Also ich war jetzt ein Hirn-Körper-Gesellschaftsforscher, ja, aus dem Haus. Und da sieht man dann auch, wie der Hase bei uns im Pfeffer liegt, nämlich dass unser gegenwärtiges Wissenschaftssystem doch eher sehr darauf fokussiert ist, die Dinge alle in ihre Einzelheiten zu zerlegen und dann einzelne Fächer und noch ein Fach mehr und noch was zu zerlegen. Und heute würde ich sagen, mit der Erfahrung, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, das ist ein Irrweg, der führt dazu, dass wir uns auch von uns selbst immer mehr trennen und dass wir auch mit uns selbst nicht mehr zurechtkommen. Und dann kommen wir in diesen Bereich, wo dann junge Menschen aufwachsen und eigentlich fast lebensuntüchtig sind, weil die sich gar nicht mehr im realen Leben bewegen, sondern in einer abgetrennten virtuellen Welt. Die sind dann auch nicht in der Lage, mit realen Schwierigkeiten umzugehen und kriegen jedes Mal Angst. So, und dann sind wir beim Thema und müssen sagen, die Angst ist nicht etwas, was im Hirn entsteht, sondern die Angst entsteht dadurch, dass Menschen unter solch ungünstigen Bedingungen groß werden, dass sie entweder gar nicht erst lernen, wie man schwierige Situationen meistert, oder dass sie etwas, dass
dabei lernen und das dazu führt, dass sie sich immer an andere wenden, dass sie also immer andere brauchen. Und das ist genauso blöd. Und natürlich ist es dann eine gute Möglichkeit, dass man sagt, okay, es geht dann darum, dass man das Vertrauen stärkt. Und deshalb bin ich da ganz bei Ihnen. Und ja, wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie das dann auch in der Praxis geht. Das ist jetzt im Rahmen einer psychotherapeutischen Intervention nicht so ganz einfach, Vertrauen zu stärken, weil Vertrauen ja eigentlich erst über die Erfahrung wächst. Also man muss es auch erleben. Ja, dass man darüber reden, nützt nichts. Ja, so ist das ungefähr. Und dann bin ich halt jetzt ein anderer geworden und ich bin viel glücklicher in dieser gegenwärtigen Position. Ich habe dann eine Akademie gegründet, die heißt Akademie für Potenzialentfaltung und mache das jetzt ungefähr seit 20 Jahren und habe in diesen 20 Jahren mehr gelernt als in der ganzen Zeit davor. Es ist unglaublich spannend, was da plötzlich entsteht, wenn man aus den Mustern herausgeht, in denen man bisher gefangen war. Da war jetzt ganz, ganz viel Information dabei. Erstmal danke. Es ist unglaublich, dieses Thema von Erleben. Also was ich viel rausgehört habe und was ich spannend fand, war dieses Thema Erleben. Dieses, ich muss es erstmal fühlen. Also auch Vertrauen oder Angst oder in dem Fall von Angst und Vertrauen zu kommen, bedeutet zu fühlen. Was ist für Sie dann gefühlt oder erlebt Angst und woher kommt sie? Das ist, an der Stelle bin ich immer froh, dass ich so Biologe bin. Und da gibt es so ein Grundprinzip und das heißt, alle lebenden Systeme, also auch die Einzeller und auch die Polypen und auch die Fische und die Tiere und die Pflanzen, und wir Menschen natürlich auch und auch unser Hirn, aber auch Familien und Ameisenstaaten und ganze Gesellschaften, die müssen alle ein Problem lösen, was ihnen sozusagen der zweite Hauptsatz der Thermodynamik auferlegt. Wenn es ihnen nicht gelingt, mit möglichst wenig Energieaufwand ihre innere Struktur aufrechtzuerhalten, dann fliegen die alle auseinander. Also sind die alle, das sind ja sich selbst organisierende Systeme, auch das ist ein neuer Begriff, den man jetzt noch gar nicht so richtig präsent hat, wenn man aus dem alten Bildungssystem kommt. Das organisiert sich selbst und die Richtung bekommt dieser sich selbst organisierende Prozess dadurch, dass versucht wird, bei diesem Selbstorganisationsprozess Energie zu sparen. Das heißt, man könnte sagen, die Hirnverbindungen organisieren sich selbst so lange um und baut sich da oben auch alles um, bis ein Zustand erreicht ist, der möglichst wenig Energie braucht. Mhm. Und dieser Zustand, der heißt Kohärenz, da passt alles. Das merken wir auch regelrecht. Das ist auch so ein Gefühl, wenn alles passt. Also wenn ich so eine tolle Frau habe und dann auch noch meine ganzen Sehnsüchte erfüllt sind und meine Bedürfnisse gestillt sind und ich mit der Natur eins bin und mit den vielen Menschen. So, da gibt es so Zustände kosmischer Verbundenheit. Da passt dann wirklich alles. Himmelreich, Paradies, was immer wir dazu sagen. Und das ist dann ein extrem kohärenter Zustand. Und das Problem ist, den gibt es nicht in Wirklichkeit. Das Kennzeichen des Lebens ist, dass es diesen Zustand anstrebt, dass er aber nicht zu erreichen ist, weil es immer was stört. So. Und deshalb gibt es immer wieder Inkohärenzen. Wenn ich die Augen aufmache, kommt Licht drauf und schon ist da hinten in meinem Hirn wieder was los. Und das führt immer dazu, dass da Unruhe entsteht. Also Non-Specific Arousal heißt das dann. Mhm. Nervenzellen feuern durcheinander, braucht viel mehr Energie, als wenn die koordiniert schön zusammenwirken. Ist wie bei Menschen, also wenn die jetzt mit der Panik da angesichts des Kriegsgeschehens oder der Corona-Problematik umherrennen, wird ein Haufen Energie verbraucht und man kommt nicht weiter. Und dann gibt es Zustände, wo Gesellschaften plötzlich wieder zueinander finden, wo das friedlich, harmonisch und dann auch konstruktiv wird und auf einmal braucht man kaum noch Energie. Also wir brauchen als westliche Gesellschaft so viel Energie, weil wir so eine idiotische Beziehungskultur haben. Wo immer nur Konflikte und immer nur einer den anderen über den Tisch zieht. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Und deshalb ist es dann, im Hirn geht das nicht, dass man sich sowas leisten kann. Da ist die Halsschlagader und da geht nicht mehr durch. Das muss ja aus dem Körper geliefert werden, diese da oben dann zu verbrennende Energie. Und jedes Mal dann, wenn irgendwas passiert, was also da oben dieses bisher erreichte, kohärente
diesen energiearmen, kohärenten Zustand wieder stört und Energieverbrauch in die Höhe treibt, versucht das System, das wieder hinzukriegen. Das ist dann inkohärent geworden. Und diese Inkohärenz, die erlebt man auch körperlich, weil die breitet sich manchmal aus, kommt zu tieferen Bereichen, wo die Amygdala liegt, wo der Hypothalamus liegt, geht bis in den Hirnstamm runter, aktiviert dann diese sogenannten Stressachsen, also die Hypothalamo-Hypophysio-Adrenokortikale Achse und die Sympathikomeduläre Achse. Dann wird dann Noradrenalin und Adrenalin ausgeschüttet und dann kommt noch das Cortisol hinterher. Und dann ist oftmals ein Zustand erreicht, wo man gar nicht mehr klar denken kann, weil das so inkohärent hier oben ist, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Dann übernehmen die Bereiche im Hirn die Handlungsführung, die noch einigermaßen sozusagen standhalten können in diesem Durcheinander. Das sind meistens Kindheitsmuster. Dann erlebt man, wie man in der Angst zurückfällt in alte Kindheitsmuster. Und dann haut man auf den Tisch, wirft sich auf die Erde, schmeißt mit Türen, brüllt andere an, was man eigentlich gar nicht will. So, aber kommt dann aus einem raus. Und wenn das auch nicht hilft, dann geht es runter im Hirn sozusagen, dann bleibt nur noch der Hirnstamm als die Struktur, die noch ein handlungsleitendes Muster produzieren kann. Und da ist man so etwa auf der Ebene der Reptilien angekommen, hirntechnisch. Und da kommen dann drei archaische Bewältigungsstrategien zur Angst, die kommen dann raus. Das erste ist Angriff, wenn das nicht geht, Flucht. Und das dritte ist ohnmächtige Erstarrung. So. Und dann muss man raus. Das merkt man dann schon, dass das nicht so angenehm ist. Da ist nicht nur einfach schön reden über inkohärente Zustände, sondern da geht es einem richtig furchtbar. Und da merkt man, das ist jetzt lebensgefährlich. Wenn ich hier nicht rauskomme, dann ist es bald vorbei mit mir. Und deshalb versuchen wir dann mit aller Macht, das zu vermeiden, dass es überhaupt so inkohärent wird. Und wenn es dann mal inkohärent geworden ist, versuchen wir möglichst schnell wieder einen etwas kohärenteren Zustand herzustellen. Da hat man die Angst plötzlich in einem Kontinuum eingebettet. Die kann man jetzt nicht mehr als Angststörung abtrennen von dem anderen, sondern da ist die Angst ist etwas ganz Natürliches, weil es ganz natürlich ist, dass wir immer wieder Inkohärenzen erleben. Man kann jetzt sagen, es gibt einzelne Menschen, die so einen inkohärenten Zustand für sich subjektiv als bedrohlicher bewerten als andere. Das sieht man ja auch. Dann sagen wir, der eine ist mutiger, der andere ist weniger mutig. Das ist eine größere Sensibilität da. Also die individuellen Unterschiede sind da alle groß, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Und jetzt ist ja dieser Zustand, diese Inkohärenz, also die Angst, ist ja was Natürliches im Nervensystem. Das ist ja auch dieser Sympathikus und wieder Parasympathikus, also dieser Wechsel, der da stattfindet. Und jetzt gibt es Menschen, gerade in der westlichen Welt, das haben Sie ja schon erläutert, wo sehr viel Energie verbraucht wird, die aber sehr häufig in diesem inkohärenten Zustand ist, also wo die Angst überhand nimmt. Was passiert da? Ja, wenn wir das auf der Ebene nochmal anschauen, das ist ja so, dass das im Wesentlichen das sympathische Nervensystem ist, was diesen Angriffs- und Fluchtreflex ausstützt. Also immer wenn es um Angreifen und Fliehen geht, braucht man viel sympathische Aktivität. Und das macht ja dann auch die machen die Katecholamine und mobilisieren da die letzten Reserven. Und erst wenn es dann überhaupt nicht mehr weitergeht und man nicht mehr weiß, wo es lang geht, dann kommt man in diesen ohnmächtigen Erstarrungsprozess und da wird plötzlich das parasympathische System hochgefahren und da wird man sozusagen zur Ruhe gebracht. Und wenn das jetzt Dauerzustände werden, kann man sich ja vorstellen, was da passiert. Und das sehen wir ja auch. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen massiv zu. Zu viel Katecholamin-Nerge-Aktivierung verträgt man nicht so gut. Depressionen nehmen zu. Zu viel Erfahrungen der eigenen Ohnmacht und der eigenen Hilflosigkeit verträgt man nicht so gut. Also wir werden immer kränker davon, klar. Und der dann auch gesamtgesellschaftlich zu ungünstigen Entwicklungen. Also man hat keinen richtigen Überblick mehr, man reagiert sozusagen nur noch von hier auf jetzt und kann nicht mehr vorausschauend denken. Also all das, was wir da für den Einzelnen beschrieben haben, das sieht man dann auch noch auf einer gesellschaftlichen Ebene und dann verstärkt das Ganze. Also diejenigen Einzelnen, die bisher noch nicht so hektisch umhergerast sind und bisher noch nicht so eine furchtbare Angst vor Corona gehabt haben, kriegen sie spätestens 14 Tage, nachdem sie festgestellt haben, dass alle anderen mit dieser furchtbaren Angst und dieser Hektik umherrasen. Also das steckt ja dann auch an. Also, und das macht
dann auch solche Entwicklungen gefährlich. Und es ist auch an dem Beispiel schon, wird schon deutlich, dass es nicht einfach nur die konkrete Bedrohung ist, die uns Angst macht. Also mein Beispiel, damit man das überhaupt versteht, was ich da meine, ist immer, wenn jetzt ich runter zur Tür gehe und da sitzt ein Löwe vor der Tür, da mache ich sofort die Tür zu. Da hat mein Hirn sozusagen sofort schon eine Antwort bereit. Ich kann gar nicht nachdenken, da brauche ich auch nicht. Das heißt, in mir ist schon die Antwort für diese bedrohliche Situation vorprogrammiert. Mhm. Wenn ich aber abends im Bett liege und mir vorstelle, dass unten ein Löwe sitzt und nicht nur einer, sondern fünf und auch noch vor allen Fenstern und dass hier irgendeine riesen Löwenbande in der Stadt ausgebrochen ist und die alle sich vor meinem Haus versammelt haben, dann liege ich im Bett, Zähne schlotternd, ich kann überhaupt nichts machen. So, das heißt, die Vorstellung, dass etwas gefährlich sein könnte, ist viel gefährlicher und viel angstmachender als die reale Situation, in der dann die Angst auftaucht. Und das erzählen auch viele Menschen, die dann wirklich mal in so einer Situation gewesen sind, die, wenn es dann so weit ist, hat man eigentlich keine Angst mehr, sondern da reagiert man irgendwie. Und alles, womit wir uns beschäftigen, ist die Diskussion über die Angst. Und aus der kommt man nicht raus, weil man das ja nicht bewältigen kann. Da müsste man sich gegenseitig nochmal fragen, ob das jetzt wirklich eine berechtigte Angst ist. Also ob es wirklich so viele Löwen gibt, ob Corona wirklich so gefährlich ist, ob das alles wirklich so gute Ideen sind, wie wir im Augenblick unseren Umgang miteinander gestalten. Und dann kann man miteinander ins Gespräch kommen und dann wächst ja dann auch wieder dieses Vertrauen. Und das Vertrauen ist wie so ein Fahrstuhl. Da kommen Sie aus diesem Kellerloch, wo Sie da in die Angst gestürzt sind, im Hirn, allmählich wieder hoch. Vertrauen, es gibt drei Vertrauensressourcen. Eine in die eigenen Kompetenzen, das machen Sie als Psychologin sowieso. Also Sie können, sagen Sie dann Ihrem Klienten, Sie können doch was, haben da schon manches überstanden. Ja, und dann erinnert er sich und fällt ihm auch ein, dass er doch nicht ganz so hilflos ist. Wunderbar. Und dann gibt es noch Vertrauen in die Unterstützung anderer, wenn man allein nicht mehr weiter weiß, ist auch eine wichtige Vertrauensressource. Auch die bieten Sie ja Ihren Klienten und Klientinnen an. Und dann gibt es noch eine letzte, und das ist, glaube ich, die größte und vielleicht diejenige, die uns am meisten abhanden gekommen ist in unserer Gesellschaft. Also mit den Kompetenzen sieht es schon nicht mehr so gut aus. Wenn der Abguss verstopft ist, sind die meisten Leute aufgeschmissen. Mit dem Vertrauen in die Unterstützung durch andere sieht es auch nicht so gut aus in so einer Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft. Und das dritte ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Oder dass jemand oder etwas schützend seine Hand über uns hält, dass wir auf dieser Welt geborgen und geschützt sind. Das haben auch nicht viele. In einer Welt, die nur noch nach wirtschaftlichen Gesetzen reguliert wird, da geht dieses Vertrauen dann auch schnell abhanden, kommt schnell abhanden. Also das waren früher die großen Religionen, die dieses Vertrauen geliefert haben und angeboten haben und auch dafür Bilder hatten, wie das aussehen könnte. Und dann gab es natürlich auch bei den Naturvölkern sind es das häufig dieses Vertrauen, dass die Natur es gut mit ihnen meint. Das ist so. Und das haben wir aber alles nicht mehr. Wir haben eigentlich kaum noch was. Und dann sind wir anfällig. Dann geht es im Fahrstuhl sozusagen nicht so leicht wieder hoch und relativ schnell runter. Es ist ja auch so, dass dieses Vertrauen, also vor allem das auf Beziehungsebene, dieses wirklich in Beziehung zu sein mit der Welt, mit der Natur oder auch mit anderen Menschen, dass das ja in der Kindheit auch schon entsteht. Das bedeutet, dass, ja, wie sicher fühle ich mich auf dieser Erde? Wie sehr kann ich mich auf jemanden verlassen? Also diese Löwen, die Sie genannt haben, die sind ja für jeden Menschen unterschiedlich und für jeden Menschen ist ja etwas anders bedrohlich und in unserer heutigen Gesellschaft, in der westlichen, sind es eben die Vorstellungen, die uns da wie triggern. Also die uns triggert etwas, dann kommt diese Vorstellung auf und dann kommt die Angst auf. Und dann können wir es ja aber nicht wirklich lösen, weil wir ja keine Handlung durchführen können. Und so ist ja auf der einen Seite uns einmal diese Möglichkeit genommen, aktiv werden zu können. Also wirklich die Tür zuzumachen, wenn wir den Löwe sehen, also aktiv körperlich auch zu werden. Und unser Nervensystem zu regulieren. Auf der anderen Seite ist aber auch diese Vorstellungen haben ja viel mehr zugenommen. Also diese,
dass wir eine Bedrohung gar nicht visuell oder wirklich vor uns haben, sondern dass sie im Kopf stattfindet. Und woher kommt das? Also, das ist natürlich die westliche Gesellschaft, aber ist ja bei jedem auch anders. Also einmal aus der Kindheit und aus welchen Bereichen kommt das, dass wir da mehr diese Vorstellung haben und eigentlich gar nicht mehr diese aktive Bedrohung und dass sich das dann so hochspielt oder schaukelt? Ich habe ja so eine Akademie gegründet für Potenzialentfaltung. Und das habe ich deshalb gemacht, weil mir deutlich geworden ist, dass Menschen ja keine Einzelwesen sind, sondern wir sind soziale Wesen und brauchen andere um uns herum. Und wir bräuchten eigentlich Gemeinschaften. Und das wären jetzt die Gemeinschaften, in denen die Angst auch nicht mehr so groß ist. Wir bräuchten Gemeinschaften, wo wir merken, dass wir bedingungslos angenommen sind. Dazugehören. Also nicht erst, wenn wir uns die richtige Frisur haben oder die richtigen Worte sagen oder uns richtig verhalten, sondern wo wir wissen, egal, die mögen mich so, wie ich bin. Das ist die erste große Voraussetzung dafür, dass das erste wichtige Grundbedürfnis erfüllt wird. Das ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ich glaube, dass 90% unserer Gemeinschaften, einschließlich der Familien, dies nicht bringen. Und die meisten Menschen erleben, dass sie in eine Welt hineinwachsen, in Gemeinschaften mit anderen hineinwachsen. Wenn es in der Familie noch einigermaßen klappt, ist es garantiert im Kindergarten oder in der Schule dann so weit, dass sie merken, sie dürfen nur dazugehören, wenn sie sich so verhalten, wie das die Peer Group zum Beispiel oder die Schule oder wer auch immer oder der Vorgesetzte will. Und unter solchen Bedingungen kann natürlich kein Mensch seine Potenziale entfalten, die machen Angst. Eigentlich muss man eine Lösung für finden. Und diese Lösungen sind oftmals zwar hilfreich, da geht die Inkohärenz weg, aber man blockiert sich selber damit. Also man kann sich ja dann hinstellen und sagen, ich bin ja auch gar nicht liebenswert. Und ich bin ja auch schlecht. Und da ahnt man schon, wie man da ganz unterschiedlich, je nachdem, wie stark das ist, wann das einsetzt, dass man diese furchtbare Erfahrung machen muss, dass man so, wie man ist, nicht wirklich angenommen wird. Und dass es auch so ist, dass das, was man eigentlich selber entdecken und gestalten möchte, also diese Autonomie, die man gerne hätte, dass die in der Gemeinschaft auch nicht geht, weil die einen ja ständig da bevormunden und weil man es immer so machen muss wie die anderen. Ja, und dann ist das eine sehr problematische Situation, sehr inkohärent im Hirn und dann müssen Lösungen gefunden werden und die haben wir alle gefunden. Also Sie genauso wie ich. Also wir, manche sagen sich dann, okay, ich bin zu doof, kann kein Mathe. Und dann kann der Mathelehrer kommen, kann einen zum Objekt machen, kann sagen, hier, Jennifer, das ist nichts mit Mathe bei dir. Und dann sagst du, ja klar, weiß ich, kann sowieso kein Mathe, ich bin dafür nicht begabt, meine Mutter kann das auch nicht. Und dann tut dir das nicht mehr weh. Eigentlich würde dir das wehtun. Wenn ein Mensch kommt und sagt, du bist für irgendwas zu doof, müsste dir das wehtun. Und wenn das nicht mehr wehtut, ist das deine Lösung, die du gefunden hast, weil du immer wieder erleben musstest, dass Leute dich für blöd erklärt haben. So. Und dann ahnst du schon, was das für eine Quelle von Ängsten ist. Dass ständig musst du aufpassen, dass nicht wieder einer kommt. Und dann gibt es die andere Strategie, dass du nicht dich selbst zum Objekt machst. So kannst du auch die anderen zum Glück machen. Du kannst also einfach als junge Frau lernen, wie du andere über den Tisch ziehst, wie du ganz besonders clever, Stuten beißen heißt das, glaube ich, bei euch, wie man ganz clever andere sozusagen entblößt und wie man die kalt stellt und wie man die überholt und über den Tisch zieht. Und dann wirst du eine Führungskraft. Dann bist du die Führungskraft in deiner Schulklasse und in deiner Peergroup und später dann in der Wirtschaft und vielleicht sogar in der Politik. Das gibt solche Entwicklungen. Und diese Leute, die so etwas machen, müssen ja ständig Angst haben, dass das auffliegt. Weil die sind ja nicht wahrhaftig bei sich, sondern die sind ja immer nur angestrengt. Und im Grunde genommen Bedürftige, die irgendwie versuchen, ihr Leben zu handeln. Und dabei ist natürlich klar, dass ein Bedürftiger, der braucht immer andere. Und ist damit auch immer von anderen abhängig. Und deshalb hat er auch ständig Angst, dass er deren Anerkennung nicht findet. Und damit erklärt sich jetzt, weshalb so viele, auch vor allem junge Menschen in den sozialen Netzwerken, nach Anerkennung suchen. Also das geht ja gar nicht mehr um das, was die da austauschen. Es geht ja nur noch darum, dass sie sich da in einer Art und Weise präsentieren, dass das bei anderen Eindruck macht. Die Suche nach Zugehörigkeit auf einer ganz
eigenartigen Einbahnstraße. Es ist ja zum einen die Zugehörigkeit, also auch die Verbundenheit zu sich selber und zu anderen und von Grund auf in einer Gesellschaft aufzuwachsen, in der ja diese Zugehörigkeit nicht da ist, in der man, also da fällt mir auch das Buch von der Brené Brown ein, das Verletzlichkeit heißt das, aus den USA, und sie hatte auch geschrieben, dass wir in einer westlichen Gesellschaft aufwachsen, in der ja nichts gut genug ist. Das heißt, uns wird ja von Kind an gesagt, du bist zu wenig, und dann wird uns von außen einmal aufgetischt, wie wir zu sein haben, wie wir oder was bei uns nicht richtig ist, auch bereits in der Schule. Und in dem Moment ist, sagen sie ja auch, dass im Moment sind wir in diesem permanenten Angstmodus, entweder sind wir mit uns nicht verbunden oder wir stellen uns halt über die Welt oder eben über die anderen Menschen. Aber da kann ja dann diese kreative Schöpfungskraft, also genau die Potenzialentfaltung, die in uns ist, die ist ja dann ganz weit weg, weil wir ja dann weder in Vertrauen und in Liebe mit uns sein können. Ja, man ist nur noch außenorientiert und hat nur noch Angst, dass man irgendwas falsch macht, ja. Und das, was ich vielleicht vergessen habe, diese beiden Grundbedürfnisse, die werden immer dann zutiefst verletzt, wenn ich von jemand zum Objekt gemacht werde. Wenn ich also mit jemand in einer Beziehung bin, Vati, Mama oder Papa oder die Kindergärtnerin oder andere Freundinnen und Freunde oder auch die Vorgesetzten und die Lehrer, wenn da jemand dabei ist, der mich zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Vorstellungen, seiner Absichten und Ziele, seiner Erklärungen, man kann auch Menschen zum Objekt seiner klugen Ratschläge und Erklärungen machen, dann noch seiner Bewertungen, das ist das Furchtbarste, was wir alle kennen, du bist nicht gut genug und das war es nicht, und dann vielleicht noch zum Objekt der Maßnahmen und der Anordnungen macht. Also immer dann, wenn man auf diese Weise zum Objekt gemacht wird, ist Schluss mit den beiden Grundbedürfnissen, die da gestillt sein wollen, weil da wird sowohl das Grundbedürfnis nach Verbundenheit verletzt. Ne? Weil jemand, der das mit mir macht, da weiß ich, der ist nicht mit mir verbunden. Der ist nur bereit, mir den Eindruck zu erwecken, er sei mit mir verbunden, wenn ich so bin, wie er sich das wünscht. Und mit meiner Gestaltungslust und Gestaltungsfreude ist auch zu Ende, wenn ich gesagt kriege, was ich wann wie zu tun habe. So, und so laufen die meisten Leute rum, haben sich sozusagen diese Bedürfnisse, die Lösung für diese Inkohärenz ist Unterdrückung des betreffenden Bedürfnisses. Und dann wollen sie eigentlich gar nicht mehr richtig dazugehören oder sie wollen auch nichts mehr entdecken und gestalten. Und das ist dann, das spürt man dann, das sind Menschen, die haben ihre Lebendigkeit verloren. Die haben keinen Zugang mehr zu ihren lebendigen Bedürfnissen. Könnte man dann später wieder finden, dann müsste man aber es fertigbringen, sich mal zu fragen, was man da eigentlich an lebendigen Bedürfnissen in sich verloren hat. Also diese Körperlichkeit, diese Sinnlichkeit, die Entdeckerfreude, die Gestaltungslust, all das. Und dann könnte man sagen, das möchte ich nicht mehr, dass ich das so untergebuttert habe, dass es gar nicht mehr rauskommen kann. Und dann könnte man anfangen, dem zu folgen. Und das heißt dann auf einmal, ich tue nur noch das oder ich versuche, wo immer es geht, nur das zu tun, was mir gut tut. Und das nenne ich dann gerne, man könnte auch versuchen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und das ist ein ziemlich heißer Weg, den man finden kann, weil man sich dann wirklich mit sich selbst verbindet. Weil wenn ich wieder das tue, was mir gut tut, verbinde ich mich mit meinen lebendigen Bedürfnissen und ich bin ja auch wieder Gestalter. Also selbst im Gefängnis kann ich mich fragen, was mir da jetzt vielleicht auf meiner Pritsche gut täte. Und mir vielleicht in Gedanken Gedichte schreiben oder Lieder singen oder was auch immer. Aber ich muss nicht dauernd mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das tut mir dann nicht gut. So, und dann sind wir aber nah bei dem, was Sie meinen. Man muss sich dann auch nicht ständig Gedanken machen, wie furchtbar das mit der Mutter gewesen ist damals. Also könnten Sie sagen, okay, hat es nicht besser gekonnt, gucke ich doch mal, was mir gut tut. Was brauche ich eigentlich? Will ich wirklich jetzt mit der Mutter verbunden sein? Oder gibt es nicht jetzt ganz andere Lebensbezüge, in denen ich Menschen um mich habe, mit denen ich viel mehr verbunden sein möchte? Und dann darf man die Mama lieb in den Arm nehmen, kann sagen, okay, da hast du dein Bestes gegeben. Und dann macht man sich auf den Weg und versucht liebevoll zu sich selbst zu sein. Und wer das macht, der ist ja dann auch nicht mehr so ein Getriebener, der ständig guckt, was er alles machen muss. Der folgt ja mehr seinem eigenen inneren Bedürfnis.
Und dann, um das zu tun, braucht man andere nicht. Also das kann man ja ganz alleine. Und die anderen, die dann immer andere brauchen, weil sie noch wie Getriebene unterwegs sind, wie Bedürftige, die können das auch gar nicht aushalten. Die haben auch ständig Angst, dass die anderen nicht entsprechend liefern und dass sie die nicht in den Griff behalten und dass die Kontrolle verlieren über das, was die da machen. Jemand, der liebevoll mit sich selbst umgeht, der hat ja keine Angst, dass die anderen ihn schlecht bewerten. Der braucht die anderen auch nicht, damit er liebevoll mit sich umgehen kann. Es ist am besten alleine im Wald. Und das werden dann Menschen, die sich wieder mit ihren authentischen Bedürfnissen verbinden. Dann können die wieder in die Entfaltung, die gehen wieder auf, die öffnen den Blick, die können diese ganzen Vorstellungen dann loslassen, weil sie sie nicht mehr brauchen. Und das sind dann Menschen, die haben was zu verschenken. Und da würde ich die Trennlinie ziehen. Ich würde bei jedem Menschen, den ich treffe, würde ich fragen, bist du jemand, der andere braucht, damit es ihm gut geht, oder bist du jemand, der anderen etwas schenken kann? Und vor denen, die andere brauchen, würde ich abhauen. Die sind gefährlich, weil da gibt es so viele Möglichkeiten, wie die dann die anderen über den Tisch ziehen. Und deshalb ist es am Grunde, am Ende ist es ganz einfach, aber es ist in der Umsetzung wahrscheinlich schwierig, weil wenn man dann jetzt fragt, wer von meinen Freundinnen und Freunden gehört denn jetzt in diese Kategorie, die doch irgendwie versuchen zu glänzen und meine Anerkennung zu finden, die dann dauernd sagen, ich brauche dich, damit es mir gut geht und bleib doch bei mir, dann verlass mich nicht und I can't live any longer without you. Wunderbar, sage ich, dann abhauen, so schnell es geht. Das ist ein Bedürftiger, den du da vor dir hast. Ja, und wir halten das für Liebe. Diese Bedürftigkeit, mit der sich zwei Bedürftige aneinanderketten, halten wir für Liebe, aber Liebe ist etwas, das führt in die Freiheit, nicht in die Abhängigkeit. Und deshalb wäre es schon schön, wenn wir das hinkriegen. Und das ist etwas, was ich beobachtet habe bei diesem, ich habe bei zwei Büchern über die Angst geschrieben, eins ganz am Anfang und eins jetzt nochmal, weil da in der Zwischenzeit was passiert war. Aber jedes Mal ist es mir dann nach dem Schreiben eines Buches über die Angst, und ich schreibe ja Bücher, damit ich mir selbst über irgendwas klar werde, nicht weil ich unbedingt hier Bücher schreiben will. Aber nachdem ich das erste Buch über die Angst geschrieben habe, ist es wie ein Impuls über mich gekommen und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Evolution der Liebe. Also hat es da irgendwie gefunkt in mir und es kommt dann diese Liebe raus. Jetzt habe ich Wege aus der Angst, und das nächste heißt, Lieblosigkeit macht krank, oder wenn ihr ein bisschen liebevoller mit euch umgehen würdet, würdet ihr nicht so oft krank werden. Wieder mit der Liebe. Und deshalb bin ich inzwischen davon überzeugt, dass das, was wir vorhin besprochen haben, dass es um Vertrauen geht, dass das in Wirklichkeit falsch ist. Oder nur zu kurz gesprungen ist. Also das, was wirklich uns Menschen hilft, die Angst anzunehmen und mit ihr zu leben, ohne vor ihr Angst zu haben, sie sozusagen liebevoll in den Arm zu nehmen. Das ist die Liebe, nicht das Vertrauen. Und das sieht man dann auch, wenn jemand wirklich einen anderen Menschen liebt, dann hat er keine Angst. Dann springt er hinter dem her, wenn er ins Wasser gefallen ist oder wenn er im Haus in Gefahr ist. Dann hat man keine Angst. Die Angst besiegt die Liebe. Vertrauen ist das nicht so sehr. Vertrauen braucht der Feuerwehrmann, der sich auf seine Schutzkleidung und seine Kollegen verlassen muss, wenn er in das Haus geht, um dann dort jemanden zu holen. Und das ist, glaube ich, das ist das Subtile, das Feine, aber das macht den eigentlichen Unterschied. War schön, dass wir das miteinander besprechen konnten. Ich wünsche Ihnen und allen, die uns dazu hören, und auch für den ganzen Kongress alles Gute. Vielen Dank. Ich glaube, zum Abschluss wäre es sehr, sehr schön, den Menschen da draußen, die merken, sie haben noch Abhängigkeit, die sich jetzt erkannt haben und sagen, boah, ich bin aber irgendwie doch mehr in Angst und ich brauche doch den Partner und ich objektiviere noch. Was können die machen? Wie können die ersten Schritte gehen, um in Richtung Liebe zu kommen, in den Zustand, den sie jetzt beschrieben haben? Im Prinzip ist es total einfach, man muss sich nur entschließen. Ab jetzt mache ich nichts mehr, was mir nicht gut tut. So, und dann kann man fragen, ist das, was ich jetzt hier auf dem Tisch habe und essen will, ist das was mir gut tut? Muss ich jetzt überhaupt jetzt essen?
habe ich überhaupt das Bedürfnis, was zu essen? Will ich das essen, was da ist? Wenn ich am Bäckerladen vorbeikomme, muss ich da jetzt rein und mir schon wieder so ein süßes Teil holen? Muss ich an Orten essen, wo es mir nicht gefällt, mit Leuten, die mir nicht passen und zu Zeiten, die mir nicht gut tun? Kann ich alles schon alleine beim Essen, kann ich eine Sache nach der anderen entscheiden und zwar so, dass es mir gut tut. Und jedes Mal habe ich hinterher das Gefühl, wow, ich bin der Entscheider in dieser Welt. Nicht der Bäcker, der da seine Backwaren da besonders schön hintrapiert hat, dass es mich verlockt. Ich werde wieder von einem, der sich verführen lässt, werde ich wieder zu einem, der weiß, was er will. Nämlich, ich gucke, dass das mir gut tut. Und das können wir jetzt ja fortsetzen mit den Monitoren, also abends vor dem Fernseher oder vor dem Computer am Monitor. Muss ich das machen? Muss ich da jetzt nach dem suchen, was ich da meine, unbedingt mal suchen zu müssen? Muss ich mir so einen bescheuerten Krimi angucken oder die 100. Sendung da über den Krieg in der Ukraine? Bringt das sowieso nichts, dass ich mir das angucke. Ich ärgere mich nur hinterher. Und Ärger ist nichts, was mir gut tut. Also schalte ich das einfach ab und dann habe ich den ganzen Abend frei und kann endlich mich mal fragen, was ich da machen will mit diesem wunderschönen Abend. Das So geht heißt, es. Also ganz einfach. Und wer es gar nicht kann, dafür haben wir eine Initiative, die heißt liebevoll.jetzt, findet man im Internet. Und da, das ist ja dann auch richtig, das geht natürlich alles viel leichter, wenn man es mit ein paar anderen zusammen macht. So genau. alleine gegen den Wind. Und das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen von allgemein verbreiteter Lieblosigkeit. Wenn man da plötzlich anfängt, ein bisschen liebevoll mit sich umzugehen, dann halten die einen alle für einen Egoisten oder Narzissten. Und da muss man dann aber auch ein bisschen hart erwidern. Das gehört ja auch zu liebevoll. Also, dass man sich jetzt nicht gleich jedes Mal in den Sack hauen lässt, wenn da irgend so ein Klugscheißer kommt. Und da muss man sagen, du, pass mal auf, ein Egoist ist einer, der braucht andere Menschen. Ein Egoist alleine 3 Tage im Wald, der kommt um. Der kann mit seinem ganzen Scheiß Egoismus nichts anfangen. Ich liebevoll zu mir selbst, mir kann mir nichts Schöneres vorstellen, als 3 Tage allein im Wald zu sein. Und da merkt man, dass Egoismus ist wahrscheinlich das Gegenteil von liebevollem Umgang mit sich selbst. Und da ist uns irgendwas entglitten, da ist uns sozusagen vielleicht auch durch die Kirche, dass die immer gesagt haben, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Und dann haben sie immer nur darauf geachtet, dass man den Nächsten liebt und sich dafür opfert und sich selbst haben sie dabei vergessen. Keine Ahnung. Und das sind natürlich auch Menschen, die sich selbst nicht mit sich selbst verbunden haben und oder die Verbindung zu sich selbst verloren haben, die sind natürlich auch richtig gut manipulierbar. Die kann man für alles benutzen. Insofern ist das auch eine Gesundung der Gesellschaft, die sich da jetzt abzeichnet, wenn immer mehr Menschen anfangen, sich wieder mit sich selbst und ihrer wahren Lebendigkeit und ihren wahrhaftigen lebendigen Bedürfnissen zu verbinden. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fand Gerne. es für mich sehr, sehr aufschlussreich und denke auch die Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen da draußen, auch die konnten heute viel mitnehmen. Ja, ich freue mich, dass Sie da waren und freue mich natürlich, wenn du da draußen aus dem Interview etwas mitnehmen konntest und dann auch beim nächsten Interview mit dabei bist. Bis dahin. Thank you.